too slow. Kennt ihr das? Ihr seid seit langer Zeit mal wieder im Hype von etwas, womit ihr schon ewig nichts mehr zu tun hattet. Also ich bin in letzter Zeit voll in Yu-Gi-Oh! Stimmung. Vom Anime bis hin zu den Videospielen bin ich wieder voll dabei. Und genau deswegen schauen wir uns heute Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist an. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist wurde von Other Ocean Interactive entwickelt und von Konami gepublished. Das Spiel erschien nur in digitaler Form für die PS4 und Xbox One Ende Juli 2015. Gleichzeitig zum Release des Spiels erschienen auch 4 DLCs und 4 weitere folgten im Monat darauf. Und was das PSN betrifft, sind die DLCs das einzige, was ihr finden werdet. Nehmt ernst, das Spiel ist ziemlich versteckt. Ihr müsst nach Yu-Gi-Oh! Suchen, dann wählt ihr eines der DLCs aus und könnt von dort aus dann das Hauptspiel finden. Aber genug davon. Schauen wir uns das Spiel doch einmal an. In Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist könnt ihr 5 Kampagnen spielen, in welchen ihr hauptsächlich in die Rollen der 5 Protagonisten Yugi, Jaden, Mog? Ja? Sag mal, hast du eine Ahnung, wer die ganzen anderen da sind? Natürlich! Habe ich absolut keine Ahnung. Perfekt. Wie auch immer, in Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist spielt ihr die verschiedenen Stories der ganzen Yu-Gi-Oh! Serien durch. Zumindest der, die mit Kartenspiel zu tun haben. Dabei wird die Geschichte auf die wohl liebloseste Art und Weise präsentiert. Darüber hinaus ist auch die Übersetzung ziemlich... Einfach nur... Aber es geht ja nicht um die Geschichte, sondern um die Duelle. Ihr könnt die wichtigsten Duelle der Serie nachspielen. Ihr habt dann die Wahl, ob ihr das Geschichte-Deck oder euer eigenes Deck nutzen wollt. Das Geschichte-Deck ist, wie ihr euch denken könnt, dem Deck aus der Story nachempfunden. So habt ihr beispielsweise im Duell Yugi vs. Kaiba ein komplettes Exodia-Set in eurem Deck. Genau wie in der Story. Die Decks passen sich jedoch nicht zu sehr der Story an. So kann es zum Beispiel sein, dass ihr eine Karte, die es in der Serie nur einmal gibt, mehrfach im Deck habt. Ganz auffällig ist das zum Beispiel bei den Götterkarten. Wenn ihr ein Duell gewonnen habt, schaltet ihr meist etwas frei, wie zum Beispiel eine Booster-Pack-Serie. Zusätzlich bekommt ihr Duellantenpunkte und eine Preiskarte für euer eigenes Deck. Euer eigenes Deck könnt ihr auch nur aus Karten zusammenstellen, welche ihr auch im Spiel besitzt. Um Karten zu erwerben, könnt ihr euch im Kartenshop Booster kaufen. Für die Booster müsst ihr Duellantenpunkte ausgeben und davon braucht ihr viele. Denn die einzelnen Booster-Packs beinhalten viel zu viele Karten. Ich musste ca. 50.000 Punkte ausgeben, um mir ein halbwegs vernünftiges finstere Weltdeck zusammenstellen zu können. Also müsst ihr euch fleißig duellieren, damit ihr überhaupt erst die Möglichkeit habt, euch ein akzeptables Deck zu bauen. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht immer die gleichen Duelle spielen. Ihr könnt auch ein bereits gewonnenes Duell noch einmal spielen. Und zwar mit vertauschten Rollen. Aber ich warne euch, diese Duelle können teilweise wesentlich schwerer sein. Apropos Schwierigkeitsgrad. Wie bereits erwähnt, habt ihr die Wahl, ob ihr euer eigenes Deck für ein Duell oder das vorgegebene Deck nutzen wollt. Mit dem vorgegebenen Deck ist das Duell immer schaffbar, bringt aber natürlich einen gewissen Schwierigkeitsgrad mit sich. Ihr werdet nicht immer ein wirklich gutes Deck haben, aber ich kann euch versichern, dass ihr damit arbeiten könnt. Wenn ihr euch euer eigenes Deck zusammenbaut, könnt ihr euch einen ziemlich großen Vorteil verschaffen, da zum Beispiel neuere Karten wie Pendel oder Synchromonster ziemlich stark gegenüber Decks der ersten oder zweiten Staffel sind. Was zum Teufel sind Pendelmonster? Gute Frage! Ich hatte bis vor kurzem auch absolut keine Ahnung, dass so etwas existiert. Aber das ist kein Problem. Abgesehen davon, dass euch das Spiel so ziemlich das gesamte Regelwerk erklärt, wenn ihr möchtet, startet jede Kampagne mit einem Tutorial-Duell. In diesem wird euch die Mechanik genau erklärt, die in der jeweiligen Generation eingeführt wurde. So können auch Yu-Gi-Oh!-Spieler aus früheren Generationen was mit dem Spiel anfangen. Falls ihr euch aber fragt, wie die Decks der alten Charaktere auf dem modernsten Stand aussehen würdet, könnt ihr auch das sehen. Wenn ihr in der Kampagne einen Charakter besiegt, so schaltet ihr auch noch eine Duellherausforderung für diesen Charakter frei, wo ihr dann ein Duell nach aktuellsten Standards spielen könnt. Und die sind schwer. Es gibt an sich nicht viel an dem Spiel auszusetzen, bis auf 2 Kleinigkeiten. Erstens, wenn ihr beispielsweise eine Fallenkarte legt, welche ihr zu mehreren Gelegenheiten aktivieren könnt, so wird euch das Spiel jedes Mal fragen, ob ihr diese Karte aktivieren wollt. Oh, dein Gegner hat eine Karte gezogen. Willst du eine Karte aktivieren? Nein! Oh, dein Gegner ist in der Standby-Phase. Möchtest du eine Karte aktivieren?
Nein! Oh, dein Gegner macht absolut gar nichts. Möchtest du eine Karte aktivieren? Ich habe Nein gesagt! Lass mich in Ruhe, okay? Aber keine Sorge, es gibt zum Glück eine Möglichkeit, das in den Einstellungen etwas angenehmer zu gestalten. Dafür stellt ihr diese Option hier auf Einfach. Zweitens, die Angriffsanimation von einzelnen Monstern. Manche Monster haben beim Angriff eine eigene Animation, aber diese sind fürchterlich belanglos und sie sehen auch noch echt mies aus. Darüber hinaus haben irgendwie nur manche wichtige Monster Animationen und andere wiederum nicht, wie zum Beispiel die Götter. Sie haben es nicht mal versucht. Sie haben nicht mal versucht, es zu versuchen. Sie haben es einfach nicht gemacht. Allgemein lässt sich sagen, dass Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist genau das ist, was man von einem Yu-Gi-Oh! Spiel erwartet. Jede Menge Duelle, die Möglichkeit, ein eigenes Deck zu erstellen und ihr könnt die Serie nachspielen. Schade ist zwar, dass die Arc 5 Story nur als DLC verfügbar ist und dass kein Mensch dieses Spiel online spielt, weswegen Yu-Gi-Oh! Dev Pro eine bessere Alternative zum Online-Spielen darstellt. Nichtsdestotrotz können aber auch alte Yu-Gi-Oh! Fans was mit diesem Spiel anfangen und sogar wie wir die neuen Mechaniken recht simpel kennenlernen. Hallöchen Leute und willkommen zu Endcard. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer halt. wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wenn nicht, dann schade. In der Mitte könnt ihr abonnieren und links habt ihr erstmal drei weitere Videos. Erstmal den letzten Short zu Pokémon Trading Card Game. Also wenn ihr Bock auf mehr Trading Card Games habt, ne? Ihr wisst wohin. Dann auf meinem Gameplay-Kanal ein Duell zwischen mir und Mock. Also perfekt zum Thema. Und dann einmal das letzte Video, wo ich erkläre, warum mein Dynamite 9 vielleicht nicht so beliebt ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.